Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play GTA Online. Ja Leute, machen wir weiter an der Stelle, wir sind noch wieder ein paar Leute schon wieder am Start, ich habe auch noch ein paar eingeladen und so. Mal gucken, meinetwegen können wir auch zu vier daddeln, wenn zu mehr werden, habe ich auch kein Problem damit. Bonnie ist wieder da. Bonnie ist wieder da, dann wollte ich aber lieber Motorrad fahren. Hey Bonnie, alles klar? So, dann kann ich nämlich gleich mal gucken, was das für ein Ding ist. Eine Pegassi Barty 801 Motorrad. Okay, weil ich glaube, die gibt's online nicht. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Hier, wartet mal, Leute. Ich hoffe, dass wir sich noch ganz kurz gedulden können. Ja, das Problem ist nämlich, das Ding, was ich mir gekauft habe, das Motorrad, das ist ja ein anderes gewesen. Und da passt immer nur einer drauf, was ja scheiße ist. Und ich hätte schon sehr gerne auch dieses Ding, was die Bonnie hat. Was ist das hier? Wieso konnte sich bei mir keiner draufsetzen? Pegassi Barty 801. Und das Problem ist, das Ding ist weg, ne? Ich habe das irgendwie verloren. Ich guck nochmal, wenn ich jetzt aufsteige. Was ist das? Okay, das ist merkwürdig. Ja, ich habe wahrscheinlich den Fehler gemacht, ich hätte das vielleicht nur personifizieren sollen, das Motorrad oder so. Dann hätte ich es wahrscheinlich jetzt behalten. So habe ich es leider nicht behalten. Das ist dumm, weil jetzt die 15.000 Dollar weg sind. Oder ich muss das irgendwo wieder abholen. Das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Aber was mich jetzt irritiert ist, wo ich das Motorrad mir geholt hatte, sah das so aus, als ob die alle nicht aufsteigen können. Vielleicht muss man das auch noch pimpen oder so. So einen Hintersitz draufbauen. Das kann auch sein. Oder die hatten einfach keine Lust und wollten gar nicht mehr mitfahren. Ich dachte, ich bin voll der Macker, weil da zwei Mädels da ringsrum gelaufen sind. Aber vielleicht wollten die gar nicht mehr mitfahren. Das kann auch sein. Okay. So gut, Leute. Na dann, ich fahre jetzt erstmal nochmal fix ein bisschen hier ausrauben und so. Und dann wollte ich eigentlich mal zum Trevor hochmachen. Mal gucken, was wir da für eine Mission aufbekommen. Trevor werden wir wahrscheinlich nicht treffen, aber vielleicht treffen wir ja den Kumpel hier. Ich habe jetzt leider den Namen von dem vergessen. So. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Geld, Leute. Ich habe noch 500 Dollar, glaube ich. Guckt mal. Ja, ich habe noch großartige 500 Dollar. So, hier haben wir es. Mal Waffe zücken. Oh, ich muss Muni holen unbedingt dann mal. Und ich werde dann auch natürlich mal probieren, dann das Geld zu teilen. Muss ich dann mal gucken, wie das geht. Das habe ich ja noch nie gemacht. Aber natürlich habt ihr da recht, dass ich das mal machen sollte. Finde ich aber ein bisschen doof, dass die das nicht irgendwie automatisch so machen, dass irgendwie, das dann einfach aufgeteilt wird oder so. Das ist ja irgendwie angenehmer. So, das war ja ziemlich stressfrei. Jetzt müssen wir Polizei noch wegkommen. Oder was auch sein kann, dass ich noch freigeben muss, dass die Leute bei mir einsteigen dürfen. Meine Fahrzeuge. Das kann auch sein. Da muss ich da mal nachschauen. Huch! Also da muss ich wirklich mal gucken. So, ich versuche jetzt erstmal zu dem Tee zu kommen. Das wird jetzt eine ganz schöne Strecke, aber wir müssen sowieso die Polizei erstmal loswerden. Plus, ich fahre gern mit dem Ding. Das habt ihr ja mittlerweile gemerkt. Deswegen muss ich euch unbedingt nochmal das Symbol zeigen, dann das Wappen von unserer Crew. Ich hoffe, dass das mittlerweile aktiv ist. Das hat einer aus unserer Crew erstellt. Ich glaube, hier Millionär irgendwas heißt der. Scheiße, wartet mal, komme ich hier noch weg? Ne, sieht nicht so aus. Na egal, dann, Nee, kriegt uns nicht, kriegt uns nicht. So, machen wir es mal hier lang, das kann nicht so schlecht sein. Das ist ja hier der Highway, der zum Tee führt. Muss ich mal gucken, muss ich mal schauen, ey. Erstmal, wie ich überhaupt das Motorrad dann wiederbekomme. Kann natürlich sein, dass es auch komplett weg ist, weil ich es nicht personalifiziert habe. Personalifiziert, ja. Aber guckt mal, wie der Bugatti abgeht, Leute. Er ist wirklich immer ein Stück schneller. Weil so, Alter! So schwer ist die Bonnie jetzt ja auch wieder nicht. Auch wenn ich letztes Mal ein bisschen gemein war und gemeint habe, die gar hindern und so. Alter! Wieso ist denn das Motorrad so langsam? Das war doch sonst mal viel schneller gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Oder ich habe zugenommen. Kann auch sein. Deswegen vielleicht so noch 500 Dollar. Ich hatte bestimmt noch so 5000 Dollar und jetzt war mein Typ, während ich nicht mehr online war, die ganze Zeit nur noch Fastfood fressen oder so. Eigentlich dicker ist er eigentlich nicht geworden, ich weiß es nicht. Yeah! Das ist ja fast schon Monster-Stunt hier. So, aber jetzt, sieht erstmal ganz gut aus, wenn wir jetzt hier bleiben. Ach, scheiß drauf, mein Verfolgungsjagd ist cool, das ist lustiger, so. Kann es auch mehr schief gehen, aber egal. Ich kann doch mal währenddessen, wir haben jetzt gerade hier nichts zu tun haben, gehe ich mir ganz schnell die Karte, muss mich ja wirklich beeilen. So. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Ich mach mal noch einen anderen Radiosender, Leute. So. Channel X ist immer ziemlich passend für Verfolgungsjagden. So. Dum, 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 dum. Läuft gerade leider nix.
Sag mal. Das ist wie im Fernsehen, ey. Wenn da ein Sender Werbung läuft, dann läuft überall dann immer Werbung. Immer ultra nervig. So einer der Gründe, warum ich kaum noch Fernsehen gucke. Wobei, die weniger die Werbung, vor allem auch die Werbung, aber das Programm ist natürlich auch nicht mehr so awesome. Das ist krass, also das hat sich bei mir auch übelst gewandelt, so jetzt, so das ist krass, seitdem ich auch Let's Player, davor halt auch schon vielleicht so 50% YouTube geschaut, 50% mal Fernsehen, so, was jetzt so die Zeit angeht, wo man sich mit irgendwelchen, wo man sich irgendwas anguckt halt. Mittlerweile würde ich fast sagen 98% YouTube. Also ich meine, klar produziere ich auch viel, aber ich gucke mir ja trotzdem auch anderes Zeug an. Und 2% Fernsehen, wenn ich vielleicht mal draußen an einem Schaufenster vorbeilaufe und da läuft gerade ein Fernseher und ich gucke aus Versehen rein. Na doch, Fußball halt, das ist so das Einzige, wo ich eigentlich nochmal Fernsehen gucke. Wirklich krass, wie sich das so gewandelt hat. Ich glaube, ich bin da wirklich nicht der Einzige, dem das da so geht. Ich sehe gerade, hier haben wir noch einen Laden. Lass den auch mal nach fix ausrauben, Leute. Das ist ja niedlich. Das ist ja ein niedlicher Laden. So. Ja. Oh no, how many times in one month? I know the drill, okay? Calm down. Ja. I'm hurrying. Machst du mal hin hier? Alter, der macht die ganzen Kippen und das ist gar nicht so schlecht, mal die Kippen kaputt. Er rettet damit Leben sozusagen. So, jetzt müssen wir uns aber hier ranhalten. Komm, Bonnie. Ab geht's. Go. Ich hab Bonnie gerne hinten auf meinem Motorrad. Einerseits ist es eine digitale Frau. Na gut, das ist jetzt, nee. Das ist weniger der Grund. Der Hauptgrund ist vor allem, weil Bonnie super fit. Wow, nein. Aber Bonnie ist wirklich super fähig auch in dem Spiel, muss man sagen. Also was jetzt gerade mal Missionen angeht und so, wenn wir das machen, ist der Spieler sozusagen immer an erster Stelle oder zweiter Stelle meistens. Also ich habe ja schon gesagt, eigentlich könnte es Sinn machen. Oh, da kommt Hubschrauber. Jetzt wollen wir wirklich mal weg von der Polizei. Jetzt müssen wir irgendwie nach links. Hier komme ich nicht mehr raus, Leute. Ja, wie soll ich denn da... Alter. Das macht aber auch Spaß, hier lang zu fahren. Aber eigentlich könnte es Sinn machen, auch immer ein bisschen mehr Geld auf Bonnie zu setzen. Also zu wetten und so. Ich glaube, da könnte ich gut Plus machen. So, machen wir jetzt hier weiter. Das ist doch geil, den Motorrad, die Strecke hier, Leute. Die ist doch geil, die Strecke. So. Also mit dem Auto hat man da mal ein bisschen mehr Probleme, mit dem Motorrad ist man das viel, viel flexibler, was auch so Springen angeht, weil man das besser kontrollieren kann, letztendlich wie man landet. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Soll das ein Spielplatz sein? Und wieso steht da Beam? Wieso steht da Beam hier ab? Wahrscheinlich hat niemand von euch gemacht, ne? Ich denke mal, das wird da standardmäßig sein. Aber ich bin auch ein bisschen geschädigt, Leute. Hab den Namen ja schon ein bisschen länger. Und Beam hier ab, und natürlich erkenne ich dann Beam drinne. Das geht schon so weit, dass wenn ich irgendwo Beamter lese, dass ich da Beam drinne sehe. Also das ist schon ein bisschen, das ist schon krank. Das ist wirklich schon krank, Leute. Das geht gar nicht. Ja, aber ich glaube, viele hätten wahrscheinlich lieber einen Beam als einen Beamten vor sich. Ich weiß, ich lag gerade ein bisschen Bullshit. So, scheiße. Oh, das ist uncool jetzt. Das ist uncool, weil ich so viel Mist jetzt hier gerade labe. Aber wir haben auch gerade 3 Sterne, das ist übel. Aber wartet mal, ich versuche mal das Motorrad noch schnell wiederzubekommen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Bonnie so nett ist und uns das wiederbringt. Oh, das ist doch der Hammer. Also Leute, ohne Scheiß, ey. Es war die beste Entscheidung der Welt, dass ich hier wirklich eine Crew gegründet habe und dann wirklich auch noch so Glück habe, solche coolen Leute am Start zu haben. Das ist wirklich übelst nett, Leute. Danke. Cool. So, jetzt versuchen wir wirklich einmal konzentriert von der Polizei uns zu distanzieren. 3 Sterne mit dem Bike geht eigentlich noch. 4 Sterne ist dann schon richtig eklig, aber 3 Sterne geht schon eigentlich. So, jetzt fahre ich ja schon wieder rein. Komm ich hier irgendwie, hier komme ich lang. Nee, schnell. Hier dürfen wir uns eigentlich... Ja. Wenn ich jetzt einfach hier bleibe... Warte mal, ich fahr mal hier rein, als ob das irgendwas bringt. Das wäre der Hammer. Aber so dürfte uns dann nicht mal der Hubschrauber sehen. Wie cool wäre, wenn das jetzt klappen würde, weil dann hätte man noch einen übelsten Vorteil gegenüber einem Auto. Na klar, man könnte einfach im Auto aussteigen, aber ich finde das ja 10-mal geiler, einfach mit dem Bike hier drinne. Yeah! Richtig cool, Leute. So gut, jetzt machen wir aber zum Tee. Aber war doch eine geile Verfolgungsjagd gewesen. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir müssen nochmal kurz warten. Wieso ist das hier noch rot? Schalte die Gangmitglieder in dieser Gegend aus und schau dich nach Kisten, um die Beute zu enthalten. Okay. Ja, da würde ich sagen, da parkt man das Ding mal kurz hier. Ich setze mir mal einen Wegpunkt, dass wir da dran denken. Dass ich nicht verpeile, wo es dann ist.
Hier ungefähr. So. Leider habe ich kaum Muni näher. Ich nehme mal die Schrotflinte. Und dann sollen wir jetzt irgendwelche Gangmitglieder ausschalten und nach irgendwas, irgendwelche Beute. Gucken wir mal. Hier sind welche. Scheiße, ich bin gleich down, wenn ich nicht aufpasse. Wer schießt hier auf mich? Wo? Scheiße! Ach Mann, ich bin so kacke, was Schießen angeht. Unfassbar. So, probieren wir es nochmal jetzt hier. Vorne ist gleich einer. Und mal schön Deckung nehmen. Deckung, Deckung, Deckung. Ja, so viel dazu. Und irgendwie war der Auto-Aim gerade nicht aktiv. Vorne ist auch noch einer. Wartet mal. So, jetzt vielleicht. Habe ich erwischt? Lebt er noch? Wahrscheinlich. Ich schieße nochmal drauf. Er lebt immer noch. Ah, hier ist auch noch einer, deswegen. Ich verstehe. So, sehr gut. Bestanden, Gangangriff. Cool, haben wir das auch gleich noch gelöst. Und Bonnie hat schon das Bike geholt. Ich hatte mir eigentlich extra versucht zu merken, wo ich das hingestellt habe. Fand die Stelle eigentlich ziemlich cool in diesem Container. So ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Lord of War mäßig, wobei der hat ja eher Waffen in dem Container drin. Dun, 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 dun. Davor sagt meine Stimme, das ist auch der Grund, warum ich nicht mitsinge und so. Gut, wo ist denn das Bike? Hier ist das Bike. Ich fahre lieber Bike, 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 Bike. Wo soll ich mal Bugatti fahren? Aber wir fahren das nächste Mal wieder Bugatti, Leute. So, Karte, ne? Das ist krass, Leute. Guck mal, wie viele Warenkörbe wir schon hier haben. Also wir haben hier wirklich schon alles gemacht. Hier oben wäre noch eine. Wo ist denn jetzt das Tee hin? Ist kein Tee mehr. Ach, hier ist das Tee. Alles klar, dann machen wir es mal jetzt hier hin. Gucken wir mal. So. Ein bisschen Mucke machen. Stadt. Ah, das Lied ist einer meiner Lieblingslieder von dem Sender. Ich meine, gut, wir haben die jetzt, ich habe den jetzt schon so oft gehabt, aber ihr kennt ja die Gründe dafür. Ich habe den jetzt schon so oft gemacht, dass ich natürlich jetzt die meisten Lieder kenne mittlerweile, aber mich nervt es noch nicht. Solange es mich nicht nervt, ist eigentlich okay. Fallschirmsprung. Nee, erstmal noch keinen Bock. Erstmal Trevor jetzt hier. Kann man dann immer noch machen. So. Alter! So ein Piep! Alles okay, Bonnie? Alles okay? Hat er dir wehgetan? Der soll mal froh sein, dass ich keine kaum Waffen habe und so, um mich rächen zu können. So, ja, Bonnie hebt das Motorrad wieder hoch. Ich bin ja eher so der Hämpfling. Hämpfling? Hämpfling? Halbes Hemd? Irgend sowas in der Richtung. So, gucken wir mal. Hey! This is that person! Yeah, I know who this is. Trevor! Ron, I know who this is. Come here. Hold me. Come on. Hold me like you love me. Oh, ow! Oh, I'm getting a semi. You know why I'm getting a semi, Cupcake? Huh? It's not because I wanna fuck you. It's because you have been fucking me! And bang! 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 Huh? Ah! Now, normally, I have that whole beggars can't be choosers, take anything you can when it comes to love attitude. But when the love takes the form of someone shitting on my business, I'm not fucking interested! What's your problem, huh? Why aren't you scared of me? You come here. After all the trouble you've caused, I want you to get out there right now and start taking care of all those businesses you fucked over, especially mine. Now get going, get to work! Ah, ich freue mich übelst, dass wir Trevor doch hier antreffen. Also ich hatte gelesen, dass man die nicht antrifft, die Hauptcharaktere. Da war die Seite, hat anscheinend schlecht recherchiert. Ja, irgendwie. Weil Trevor ist ja da. Cool. Freut mich auf jeden Fall. So, wir haben jetzt aber nichts aufbekommen oder so. Wir werden wahrscheinlich schon später noch Aufträge bekommen, schätze ich mal. So, ich guck mal eben, Karte. Laden. Was haben wir denn hier? Landrennen. Ach, hier einen Rennen zu machen, kann da eigentlich nicht so schlecht sein. Was hat denn das für eine Bewertung? 85%, ja, seht ihr Leute, dann machen wir das einfach mal. Und da wollen wir noch ein bisschen Läden ausrauben. Weil ich finde es eigentlich geil, hier in der offenen Welt erstmal noch rumzufahren und würde das jetzt gerne mal noch nutzen. Und die Leute sind auch gerade sehr cool, also dahingehend auch. Es ist jetzt zwar so ein bisschen buntes Treiben, aber es ist nicht so, dass jetzt hier willkürlich dumm rumgeballert wird die ganze Zeit. Das ist natürlich auch mal witzig, aber es ist halt dahingehend blöd, weil man dann nichts ordentlich machen kann. Also man kommt halt kaum an Geld oder so.
Und so würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Bonnie und Clyde Action, tun noch ein bisschen Läden ausrauben. Ich werde dann nochmal schauen, dann gleich wegen den Teilen und so. Ich glaube, über Sandy konnte ich das irgendwie machen, hm? Wahrscheinlich. Ja, das cruisen wir jetzt hier noch ein bisschen rum. Was ist denn jetzt für ein Sender? Hm. Na komm. Soll mal sein. Ein bisschen Hip-Hop. So. Nee, Leute, laden wir noch ein bisschen Läden aus. Läden wir noch ein bisschen, ja. Rauben wir noch ein bisschen Läden aus und dann im Anschluss werde ich auf jeden Fall dann natürlich auch wieder ein paar Missionen machen. Ich hätte ja mal Lust dann wieder irgendwas mit dem Düsenchat oder so. Nachdem ich jetzt eine halbe Stunde, also das ist ja schon vergangen quasi, die Folge, wo ich hier aufgenommen habe. Die 135. wo ich mit Düsenchat rumgeflogen bin. Und ein bisschen kann ich jetzt schon damit umgehen. Hätte ich jetzt natürlich mal wieder Lust auf so eine Mission mit dem Düsenchat. Ich weiß ja dann nicht, ob ich dir jetzt schon... Wow, Alter, was soll denn das? Was soll das bitte? Da hätte ich natürlich mal Lust, wäre ein bisschen auf Düsenchat-Aktion und so, weil ich das vielleicht jetzt ein bisschen, weil das ein bisschen besser ablaufen würde, ich weiß es nicht. Ah, Bonnie hat jetzt auch schon ziemlich lange das Gleiche an. Ne, wobei, na doch, doch, die Schuhe und das Oberteil, aber ich meine, ja klar, ich glaube, Bonnie hat das einfach nur sehr oft. Hat das wahrscheinlich so 20 Mal jeweils in der Garderobe. Und, ja. Shizutox, ich gehe einfach mal davon aus, dass das nicht mit Absicht war. Ich hoffe es zumindest. Alles andere wäre ja gemein. So, na toll. Das Gute ist wirklich, dass man immer wieder in der Nähe respawnt und da ist es nicht ganz so schlimm. Ich muss aber mal ganz schnell mein Geld hier, wartet mal. Internet, bevor ja wirklich noch Mist passiert. Ja, wir haben echt gar nichts mehr. Das ist traurig, Leute. Endzahlung. So. Ich glaube ja fast, ich muss irgendwo da noch einstellen und muss ich dann auch nochmal gucken, dass die Leute auf mein Fahrzeug einsteigen dürfen. Und das habe ich nicht gemacht mit dem Motorrad. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich anrufen soll, Kontakte. Also eigentlich soll man ja beim Mechaniker anrufen. Was soll denn die Scheiße, Alter? This is your garage. Your empty garage. Not much I can do for you. Unsere Garage ist also leer. Na großartig. Steck mal auf hier. So. Gut, Leute, dann tun wir fix mal den Laden hier ausrauben. Oh nein! Okay, da war ich jetzt selbst dran schuld. Ich darf ja nicht rammen oder so. Ist mir jetzt egal. Oder? Scheiße! Ah, das kann doch nicht wahr sein. Okay, das war aber jetzt wirklich blöd gewesen von mir. Gut, dass ich das Geld gesichert habe. Okay, dann tun wir mal den Laden da fix zu Fuß jetzt hier ausrauben. Explodiert hier immer noch alles. Kommt uns fast so vor. Hey, von euch will ich nichts. Zieht euch das mal rein da hinten. Wie da die Autos rumfliegen. Okay, ich weiß warum. Alter. Ah, der Wallach. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mich nicht treffen würdest. Also bitte nicht auf das rote Ziel schießen. Ich würde aber gerne den Laden ausrauben. Ich will auch so einen Hubschrauber haben. Ich hoffe, der schießt jetzt, also das ist jetzt ein bisschen riskant, was ich jetzt hier mache, den Laden ausrauben zu wollen. Die Tanke ist das ja vor allem, oder? Ist das die Tanke? Ne, ist nicht die Tanke, ist der Laden dahinter. Während der Wallach hier rumballert mit seinen Raketen. Ich bin schon gewundert. So, machen wir mal schnell. Jo, ich weiß Bescheid. Wir müssen da mal schnell Waffen laden, so, ne? Ich bin ja jetzt Stufe 15, oder? Bin ich Stufe 15? Oh, sorry, wollte ich nicht. Aber das war Shizutox gewesen, von daher finde ich das nicht ganz so schlimm, weil er hat uns auch gekillt. Was machst du mal hin hier? Hey! Hä, wieso kann der die nicht mehr leer machen? Okay. Dann mache ich es halt selber. So, $1000, naja, besser als nicht. Das Problem ist, sie haben jetzt hier kein Fluchtfahrzeug oder so. Ich glaube, Shizutox wird uns jetzt instant killen. Das war echt nicht mit Absicht gewesen, Leute. Das war echt nicht mit Absicht gewesen. Alter, das ist auch ein cooles Auto. Oh, okay. Ich muss mir schnell jetzt hier... Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Oh, so oft bin ich, glaube ich, noch nie gestorben in 5 Minuten oder so. Aber egal, das Geld dürfen wir immer noch haben. Ich tue das Geld erstmal noch überweisen wieder. Internet. So.
Dun 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 dun. Also an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, das war nicht mit Absicht gewesen. Und Chisotox. Einzahlung. Ja, haben wir halt schon wieder $3000, aber es zieht sich halt trotzdem dann. Ich glaube, wir müssen dann wirklich jetzt bald mal wieder Mission machen. So, ich nehme jetzt nochmal den Bugatti, wenn ich darf. Passt halt auch saugern zu meinem Pullover. Ich müsste halt wenigstens nochmal zu einem Waffenladen. Das wäre wichtig, um Muni zu kaufen. Hier können wir Armdrücken machen. Discount. Ja, dann machen wir nochmal zum Waffenladen schnell, Leute. Los geht's. Bleibst du hier oben drauf? Nee, bleibt da nicht. So, einfach hier runter. Los geht's. Ich guck dann auch gleich, wenn wir im Waffenladen sind, guck ich mal, wie ich Geld teilen kann. Dann gibt's da einen kleinen Anteil. Das Problem ist, ich habe ja selber kaum Kohle momentan. Also wenn ich jetzt Geld teile, dann habe ich selber nichts mehr. Aber egal, gucken wir mal. Dun, 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 dun. Gut, also der Bugatti, der geht wirklich mit Abstand nochmal mehr ab als das Motorrad. Das kam mir das letzte Mal irgendwie schneller vor als heute in der Session. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich glaube, also ich gucke dann gleich mal nach allgemein, auch hier wegen Fahrzeuge und so. Wahrscheinlich konnten die Leute einfach nicht aufsteigen. Das kann sein. Natürlich jetzt ultra ärgerlich, also das nächste Mal, wenn ich mir so ein Motorrad hole, gleich personifizieren gehen wahrscheinlich. Ansonsten muss ich halt immer die Garage zurückbringen, was natürlich immer ein bisschen umständlich ist, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. So, fix Waffenladen, das ist jetzt ein bisschen dumm geparkt hier letztendlich, aber egal. Laufen halt auch mal ein bisschen, auch nicht so schlimm. Und dann können wir uns eigentlich jetzt Granaten holen, ich glaube wir sind jetzt Stufe 15, ich hoffe es zumindest. Kann auch sein, dass es noch nicht so ist, so halt wir müssen... hierhin. Dum, 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 dum. Wir können ja eigentlich gleich mal ein bisschen Action machen hier. Ich guck mal wegen Granaten. Oh nein, ich bin immer noch in Stufe 15. Okay, naja, dann machen wir jetzt einfach ein bisschen Action gegen Polizei oder so. Irgendwie wären wir dann schon eine höhere Stufe. Okay, Mikro-MP. MP einfach nur Muni kaufen, bitte. Ich kann gedrückt halten, hat mir einer geschrieben. Dann kriege ich das voll. Nee. Maximale Munition. Ah, X drücken und dann. Ah, ich verstehe. Jetzt hat's geknappt. So, cool. Gut zu wissen. Fallschirm, was kostet denn der? $500? Ja. So, cool. Jetzt haben wir noch $1600. Ne, eine Weste sollte ich mir vielleicht noch holen. So. Ist jetzt nicht so teuer. Wie bringt denn das? Naja, immerhin. Es ist schon so viel wie bei GTA normal, eine volle Weste zu haben. So, jetzt wollte ich gerne mal ein bisschen Action machen. Das ist natürlich jetzt doof ohne Granaten, finde ich. Was ist denn hier mit dem hier? Gehört er zu uns? Und wieso rennt der weg? Ich weiß es gerade nicht. So, komm Leute, wir machen mal ein bisschen Action hier. Der gehört nicht zu uns. Jetzt hätte ich ihn jetzt ja nicht gekillt. So, der fährt auch nicht mehr weg. Dann gucken wir mal, ob ich vielleicht mich ein bisschen länger hier halten kann. Aber ich glaube, dafür kriegen wir keine Reputationspunkte. Hä? Wenn wir Polizei oder so killen? Kein Plan. Ich weiß es nicht. Oh, Alter, da ist ein übelster Pickup. Hier ist ein übelster Pickup. Wartet mal. Ist das... Oh, kann ich das... Gehört das dem Spieler, das Auto? Gehört das Auto und Spieler? Ansonsten fahre ich jetzt instant damit zum Custom Shop und versuche das zu personifizieren, Leute. Thank you.